Jetzt geht's weiter mit den Überlegungen, die ich gerade angestellt habe. Also, man würde normalerweise hier ein... Na, gehst du wohl auf? So, man würde hier normalerweise ein... Feld planieren. Das möchte ich aber nicht machen. Denn ich habe ja, wie gesagt, ja, hier könnte man ein bisschen auffüllen. Denn ich habe ja, wie gesagt, vor ein paar Folgen euch einen kleinen Vortrag zum Besten gegeben, Minecraft in der realen Welt. Und dieses Minecraft in der realen Welt, jetzt planiere ich ja doch hier, okay, so ein bisschen muss man natürlich das machen, aber das war es im Prinzip auch schon. Wie breit werden die Felder? Und ich mache sie 3 breit. Und fangen mal hier an. Den Graben auszuheben. So, das wird unser Bewässerungsgraben. Und dann hätte man natürlich auch vielleicht mal daran denken können, etwas, einen Eimer zu holen und etwas Wasser und so weiter. Oder 2 Eimer oder 3. Ich glaube, wir haben ja genug Eimer, oder? Habe ich sie etwa dabei? Nein, hätte ja auch sein können. Ich bin ja manchmal so blöd, dass ich die Sachen dabei habe, die ich brauche und sie dann im Lager suche. Ja, da bin ich wieder über den Tisch gelaufen. Und ich habe hier noch nicht mal eine Putzfrau. Muss ich alles selbst sauber machen. Wo sind die Eimer da? Nehmen wir mal ein paar mit. Eigentlich würden ja auch 2 reichen. Von den Eimern. Umgehen. Auf den Berg. Ja, Rex. Und dann muss natürlich dieser Reisbauer oder wie auch immer, ja, nennen wir ihn doch mal Reisbauer, weil das ja so ähnlich aussieht wie Wasser sollte man auch noch holen, wenn man Eimer dabei hat. Ein Bewässerungsgraben aus Licht, Luft und Sonne bringt ja nichts. So. Wo sind denn die? Da ist der andere Eimer. Okay. Die 2 sollten eigentlich schon reichen. Für eine unendliche Wasserquelle. Ja, und es läuft und läuft. Aber nicht so, wie ich mir das denke hier. Aber jetzt geht es. So. Gleich ist sie voll. Fangen wir mal von da an. So. Da ist der Bewässerungsgraben voll.
Und hier werden wir mal unseren Weg hinbauen. Denn wir müssen ja irgendwie auf die Felder kommen. Etwas Erde. Und schon wieder kriege ich Hunger. Darf ja aber nicht sein. So. 1, 2. Und jetzt wird das Feld 3 breit. Aber jetzt passt auf, was passiert. Jetzt werde ich hier nämlich einen weiteren Bewässerungsgraben anlegen. Jetzt müssen wir hier ausheben und jetzt mit Wasser füllen das Ganze. Das hier kommt weg. Also die Bewässerungsgräben immer im Abstand von 2 Feldern hier bei mir. Kann man natürlich auch nicht so regelmäßig machen, aber ich will das mal regelmäßig hier bauen. So, jetzt tun wir da Wasser rein da unten. Na, komm, Wasser, Wasser. Wasser. Und schon ist der nächste Bewässerungsgraben fertig und ruhig gestellt. Und hier tun wir einfach mal Erde drüber. Und das ist jetzt das Raffinierte dabei. Man sieht die Bewässerungsgräben nämlich nicht mehr. Ist jetzt meine Gartenhacke hier. Okay, Feldhacke. Da sind die Samen. Jetzt sollte man noch dafür sorgen, dass hier keine Monster drauf rumtrampeln. Das kann man, sollte man natürlich mit ausreichend Licht machen. Ich habe doch hier noch irgendwo Zäune. Ja, hier oben käme ein Zaun auch nicht schlecht. Dann können sie zumindest erstmal nicht von hier oben direkt den Mann runter hüpfen. Damit ist der erste Teil schon mal fertig. Hopsa. Und jetzt geht's weiter. Also haben wir jetzt hier wieder da oben ein Dreierfeld, beziehungsweise 2 ein Graben. Ihr seht, ich mache ja nachher hier noch zu. Und dann wird das hier oben auch noch gesät, ne? Besät oder ausgesät. Und hier ist bereits der nächste Graben in Arbeit. Und das kann man jetzt im Prinzip, da ja die Bewässerung, ich glaube, bis auf 8 Felder reicht, also ich habe jetzt hier immer nur 3 genommen, kann man natürlich auch, sag mal, wenn der Hang steiler ist, ah, dieses Steinkram ist auch bei dem Eimer hier. Da noch Erde rein. Auf Stein wächst das Zeug nicht so gut. Und wie
gehen dann gleich mal ins Bett. Mache ich noch schnell den Graben hier. Geht ja eigentlich relativ schnell. Ach, jetzt habe ich alles unter Wasser gesetzt da. Okay, da fehlt noch ein Stein. Das kriegen wir aber später. Und mich ersaufen die Schafe nicht. So, die große Überschwemmung. Gehen wir ins Bett und werden dann erstmal gleich morgen früh was essen. Ein schönes Süppchen zum Frühstück.